Hallo zusammen, hier ist wieder euch Chelan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um die Traditionsausrüstung der Elfen, die jetzt mit Patch 10.1.7 reingekommen ist und die habe ich jetzt hier gerade schon einmal an. Das ist hier dieses Set, was ganz cool aussieht und zusätzlich gibt es dann noch eine Waffe bzw. zwei Waffen, die können wir uns jetzt mal angucken. Das ist quasi diese Glaive. Das sind aber, ja, jeweils ein Schwert und das kann ich jetzt als Druid hier leider nicht anlegen. Aber das könnt ihr euch dazu denken, wenn ihr einen Warrior habt, zum Beispiel einen Demon Hunter, dann könnt ihr zwei Gläven, eine rechts, eine links quasi anlegen. Was müsst ihr dafür quasi machen? Naja, ihr braucht erstmal einen Nachtelfenschar und der muss über Stufe 50 sein und dann bekommt ihr automatisch eine Quest in euren Questlog, dass ihr hier nach SW laufen müsst und dann geht die Questreihe los. Die dauert, ich würde sagen, so eine halbe Stunde könnt ihr schon mit rechnen. Zwischendrin ist auch ein Part, der ein bisschen nervig ist, weil ein NPC nicht so ganz zulaufen will, aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, das ist soweit die Erklärung. Jetzt schneide ich euch noch einmal die komplette Questreihe mit rein. Die könnt ihr euch gerne reinziehen und ja, dann würde ich sagen, let's go. Dann schauen wir mal in die Quest rein. Und zwar habe ich, als ich mit meinem Druid hier angekommen bin, also in meinem Nachtelfenschar, einmal direkt die erste Quest bekommen. Die kriegt ihr, so wie ich das sehe, direkt in den Questlog, der Ruf der Fanfare. Und da müssen wir einmal nach SW und zwar hier oben zur Botschaft, beziehungsweise ein bisschen weiter, ein paar Meter weg von der Botschaft. Da hinten seht ihr sie. Und da müssen wir hier zu der Nachtelfdame, mit der quatschen wir jetzt einmal. Seid vorsichtig. Und das können wir abgeben. Und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen einmal in den Teufelswald. Jetzt schauen wir mal, gibt es da irgendein Portal hin? Nari, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin. Du erinnerst mich doch stets daran, auch in der Not stark zu bleiben, Lysander. Ich kann nicht ewig hier sitzen und auf dich einreden. Ich wollte nicht, es geht schon. Dann los. Willkommen. Wir haben euch... Trefft uns im Teufelswald, Champion. Wir erwarten euch dort. Okay, einmal in den Teufelswald. Dann gucken wir mal. Sudolai, jetzt sind wir hier im Teufelswald angekommen. Noch eine. Und wir haben schon so viele verloren. Ist sie gefallen, wie die anderen? Ja, die Spur endet hier. Der Mondbrunnen in der Nähe wurde von Verderbnis befleckt. Akonarin, Champion, ich werde euch brauchen, um die Umgebung zu sichern. Und euch auch, Magier. Was für ein Magier? Was habt ihr zu berichten? Ah, jetzt hat sie wieder ihr altes Aussehen, die Maiev. Ich wollte gerade sagen. Immer wachsam. Möge Ilun dich mit offenen Armen empfangen, Schwester. Interesting. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir machen dürfen. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Interesting. Okay, jetzt müssen wir mit der anderen sprechen. Hier sind jetzt bloß ein bisschen viele Leute. Hier hat Mutter geschlafen? Ich dachte, es wäre... Schöner? Deswegen wollten sie und Vater nicht, dass du herkommst, Bruder. Dieser Ort war zu deiner Geburt längst verloren. Wie alles andere, schätze ich. Nari, nicht. Wir können das hinbiegen. Die Magie an diesem Ort, als wäre er überfallen. Hier wimmelt es von Satyren. Das kann man auch ohne Arkanenunfug erkennen. Macht nur die Augen auf. Was habt ihr zu berichten? Interesting. Kann ich behilflich sein? So, wir müssen ein paar Satyren töten. Und was müssen wir noch machen? Was führt euch hierher? Interesting. Und ein paar Kultisten neutralisieren. Okay, dann machen wir das mal. Schattenfeste, wenn ihr hier fertig seid, Champion. Natürlich, Wächterin. Zu Befehl, Mai. Sitzt gleich am ersten Tag, ne, als hier die Quest rauskommt. Deswegen, ja, es sind doch ein paar Leute hier unterwegs. Gut, die letzten Mobs habe ich auch noch gefunden. Jetzt können wir das Ganze abgeben. Was habt ihr zu berichten? Sie werden ihre Rückkehr noch bereuen. Leise jetzt, Champion!
Ich werde uns verbergen. Hm, interesting. Akonarin, Magier, bleibt bei dem Champion. Wie ihr befehlt, Wächterin. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Jetzt helfen wir hier ein bisschen durch. Jetzt schauen wir mal. Was müssen wir machen? Wir müssen Kohlenpfannen löschen. Und wir müssen was entdecken, was da unten lauert. Frage, ob ich mit Maiev mitlaufen muss. Wahrscheinlich ja, ne? Was glaubt ihr, was ihr da macht? Die Wächterinnen haben. Ach, okay, wenn ich zu weit vorlaufe, dann ist es Feierabend. Vor allem, ich habe ja selber theoretisch auch Stealth. Wie darf ich helfen? Geht es dir gut, Nari? Ja, nur ich kenne diesen Ort gut. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musst. Mutter liebte es hier, nicht? Das ist nicht... Komm, Lysander, es geht schon. Bleibt wachsam, Akonarin. Ishnuala. Okay, und jetzt? Darf ich jetzt vorlaufen, oder was? Was glaubt ihr, was ihr da macht? Ihr gefährdet die Mission. Okay, ist ja gut. Da kriege ich anscheinend richtig Damage. Was habt ihr zu berichten? Also so wie es aussieht, muss ich immer bei ihr stehen bleiben. Kann ein bisschen rauslaufen. Außen kriege ich dann Schaden. Aber sie läuft halt im super Slow-Motion-Modus. Was habt ihr zu berichten? Ich glaube, die müssen wir ein bisschen anschieben. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Sie werden ihre Rückkehr noch bereuen. Was führt euch hierher? Muss ich genau auf ihr draufstehen bleiben, dass sie weiterläuft? Okay, also jetzt solltest du wahrscheinlich die Kohlenpfanne kaputt machen. Ich bin halt schon vorgelaufen. Na gut, es ist schon ein bisschen eine Strecke, so wie es aussieht. Ich scheine nicht der Einzige zu sein mit dem Problem. Was habt ihr zu berichten? Sie werden uns nicht kommen sehen. Das macht Bisse doch absichtlich. Ey, ich stehe jetzt in ihr drin, krieg trotzdem den Damage. Oder ist es die Kohlenpfanne, die den Schaden verursacht? Wisst ihr, was ich gerade überlegen bin? Ob ich jetzt einfach vorsprint, alle Kohlenpfannen ausmache und dahin laufe, ob ich das. Naja, wahrscheinlich verpackt's dann. Machen wir es lieber mal nicht. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Aber schon frech, wie slow die ist. Wurdet ihr hier festgehalten? Was habt ihr? Ja. Dort drüben. Im Käfig. Kann es sein, dass wir die in Classic gerettet haben? Nari, wurdest du hier gefangen genommen? Wir hätten nicht herkommen sollen. Seid gegrüßt. Auch ich kenne die Enge der Mauern der Gefangennahme, Akonarin. Doch ihr seid frei. Ihr wählt euren eigenen Weg. Dass er euch zu den Wächterinnen führte, ist ein Segen für die Kaldorei und mich. Ich danke euch, Wächterin. Na komm. Ihr gefährdet die Mission. Ja, ist mir jetzt egal, ob die Mission gefährdet. Sie werden uns nicht kommen sehen. Nee, weil sie eingeschlafen sind, bis wir dran sind. Sie werden ihre Rückkehr noch bereuen. Ding ist, die Mobs rennen da halt dann auch immer hin. Ich glaube, dann bleibt es immer stehen, ne? Wenn irgendjemand einen Mob angreift, dann ist immer Feierabend. Sagen wir denn, wir haben jetzt 3 von 6 Kohlenpfannen, so langsam. Langsam wird's hier. Nari,
warum hast du mir nicht gesagt, was das für ein Ort ist? Weil du dir keine Sorgen um mich machen sollst. Komm. Gehen wir, Champion. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Was habt ihr zu berichten? Tja, der Raw bringt halt auch nichts, ne? Die will trotzdem nicht. Ach, das kann ich mir doch nicht erzählen. Die läuft einen Schritt, dann bleibt sie wieder stehen. Also. Was habt ihr zu berichten? Also die Quest kommt auf dem Ranking der räudigsten Quest überhaupt. Recht weit oben, wenn nicht sogar auf Platz 1. Also so, die Story RP-technisch ist ja ganz cool, ne? Aber der Movement Speed ist halt eine Frechheit. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Ja, wenn einer irgendwo hier in der Nähe einen Mob angreift, bleibt sie stehen, daran liegt's. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Ihr gefährdet die Mission. Ja gut, ich wollte nur die Kohlenpfanne ausmachen. Sie werden ihre Rückkehr noch bereuen. So, das ist Kohlenpfanne Nummer 5. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Was ist? Stellt meine Geduld nicht auf die Probe. Du stellst meine Geduld auf die Probe, Kollege. Passt auf, wo ihr hintretet. Ah, da hinten noch das letzte Teil. Weil das sind zwei, hä? Ich brauche nur noch eine. Ich weiß noch, wo ich hier in Classic durch bin, ne? Das ist ja dieselbe Höhle. Da haben sie anscheinend ja nicht großartig was verändert. Er hat ewig und drei Tage gedauert, hier durchzukommen. Da vor allem hattest du, meine ich, einige Quests, wo du rein in die Höhle musstest, dann wieder raus, dann wieder rein in die Höhle. Und bis dich da durchgeboxt hast, hat schon ein bisschen gedauert. Nicht, ob ich dann da wieder hochkomme, ne? Wollt ihr unbedingt getötet oder gefoltert werden? Dreck. Wollt ihr unbedingt getötet oder gefoltert werden? Kommt her! Wächterin, habt ihr Geschwister? Habt ihr von Jarod Schattensang gehört? Es tut mir leid, doch Geschichte war noch nie meine Stärke. Entschuldigt euch nicht. An vielen Tagen würde er sich wohl selbst wünschen, vergessen zu werden. Er war nicht so direkt wie ihr oder wollte andere anführen. Dennoch führte er uns zum Sieg vor langer Zeit. Ist nicht der eine Mob in Rabenwehr? Ich meine ja, ne? Was habt ihr zu? Komm, jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt nicht schlapp machen, Maiev. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Ja, ein Schritt zu viel ist ja gut. Still jetzt. Oh Gott. Wir sind am Ziel. Hallo. Was habt ihr zu berichten? Interesting. Wappnet interesting. Euch. Hier endet es. Ich darf nicht versagen. Nicht heute. Na, schau mal an, da sind noch ein paar andere Leute, die den Boss umhauen wollen, hä?
So, jetzt nach einer Minute ist der Boss doch mal gespawnt hier. Sieh an, die berühmten Wächterinnen besuchen mich. Sogar die erlauchte Majew Schattensang persönlich. Ich vermute, ihr und diese Champions wollt mich aufhalten? Wie drollig. Zu schade, dass ich Kaelessa nicht umstimmen konnte, bevor meine Untertanen sie töteten. Das ist wohl alles, was euresgleichen kann. Sterben wie die Fliegen. Euer Ende naht, Dämon. Ich höre euch an, dass ihr es ebenfalls spürt. Eure Pflicht rufen. Wie darf ich helfen? Gut, dann schauen wir mal. Akonarin und ich werden Lord Helnorath suchen. Nehmt den Lysander mit. Vernichtet die Diener des Dämons und stoßt danach wieder zu uns. Anscheinend keine große oder hohe Meinung von Magiern, hä? Aber jetzt hat er ja schon einen Namen. Nehmen wir den Typen mit. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Was dies für ein Ort ist. Einst waren dies Grabhügel. Meine Mutter ruhte hier, wenn sie in den smaragdgrünen Traum gerufen wurde. Also wir müssen Balken auffüllen und 4 Portale müssen wir schließen. Deswegen muss meine Schwester mit Trey hergekommen sein, um den Ort für unsere Familie wieder aufzubauen. Halt, stopp. Ich glaube da oben. Ach, da muss ich da draufklicken, ne? Dass die... Das geht im Kampf nicht und die spawnen extrem schnell. Ja, nice. Ne, ich bin immer... Gut, ich bin immer noch im Combat. Ich kann das Portal stören, doch ich muss mich konzentrieren. Verteidigt mich, während ich es schließe. Okay, jetzt haben wir das Erste. Also du darfst anscheinend nicht im Combat sein, wenn du das anklickst, ne? Sie tat es, doch ihr Blick war leer. Ich wusste, dass da viel war, das sie mir verschwiegen. Vieles, das sie mir verschwieg. Jetzt müssen wir mal schauen, dass der Typ da auch mitkommt. Na, vielleicht haben wir jetzt ein paar Viecher mitgezogen. Na gut. Was führt euch hierher? Okay, ich denke, wir haben sie alle. Ich vermute, wir müssen wahrscheinlich ganz nach hinten rein, ne? In dieses Höhlensystem. Verfluchtes Portal. Gebt mir Deckung. Ich bin geehrt. Okay, Nummer 2 haben wir auch. Dann haben wir, glaube ich, oben noch eins. Und in dem größeren Gebilde haben wir da noch eins. Ja, mal gucken. Nicht? Manchmal denke ich, das ist alles, dessen Nari uns noch für würdig hält. Trauer. Wir verdienen mehr. Ich trage die Narben unserer Opfer. Doch ich bin noch nicht gebrochen. Niemand von uns. Verfluchtes Portal. Gebt mir Deckung. Naja, selbstverständlich geben wir dir Deckung. Okay, 3 haben wir. Wir brauchen einander mehr denn je. Hoffentlich kann ich ihr das rechtzeitig zeigen. Ihr seht das auch. Deswegen seid ihr hier, nicht? Für euch und uns alle. Der Typ ist fast so lahm wie Majew, ne? Jetzt komm mal ran hier. Verfluchtes Portal. Gebt mir Deckung. Okay, gut. Ich glaube, das da hinten ist schon der Endraum. Sprich, ich vermute, dass da jetzt nicht mehr so viele zumindest in der Höhle passiert. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Interesting. Die Göttin schützt euch. Interesting.
So, was müssen wir jetzt machen? Meisterzeichen gegeben. Achso, wo ist denn Maiev jetzt? Achso, die ist schon im Kampf da vorne drin, okay. Nur noch. Ich lasse nicht zu, dass ihm etwas geschieht. Scheusal! So, die haben hier alle so Buffs. Ich habe auch einen Buff drauf. Halt alle 3 Sekunden 10% maximaler Gesundheit, erlittener Schaden um 75% verringert und 25% mehr Tempo. Oh, jetzt kommt ein Video. Ist doch gut, so einen Magier dabei zu haben. Ah. Lysander, bist du... Seht, der Mondbrunnen. Geschafft. Als Tyrande sagte, wir würden wieder Arkanwirker in unsere Ränge aufnehmen. Widersprach ich vehement. Ihr hattet recht, skeptisch zu sein, Wächter. Doch heute habe ich gesehen, wer ihr wirklich seid. Ein stolzer, starker Verteidiger der Kaldor. Wenn ihr es wünscht, soll euer Gesicht das Mal eines Beschützers tragen. Ich dachte, Männer dürften nicht. Auch heilige Traditionen sollten sich entwickeln. Wie die Kaldorei. Kommt, Lysander. Na los. Hallo. Mhm. Interesting. Was habt ihr zu berichten? Auf ein Wiedersehen. Sollen wir mal der Zeremonie hier? Müssen wir beiwohnen? Und ja. Lasst die Wasser euren Geist läutern, wie wir den Brunnen geläutert haben. Der Lotus blüht und segnet euch mit Farbe, so wie eure Bestimmung in euch blüht. Der Dorn einer Wilddornrose überträgt die Farbe auf eurer Haut, so wie ihr eure Verantwortung tragt. Beulengras lindert den Schmerz. Das brauche ich nicht. Die Welt verleiht uns Gaben, um den Schmerz zu überwinden. Ihr beweist nichts, indem ihr euch darin suhlt. Ich verstehe, Wächterin. Maiev. Es ist vollbracht. Erhebt euch. Mutter und Vater wären stolz. Wie ich. Danke, Nari. Kehren wir nach Sturmwind zurück. Ich knie hier immer noch. Hey, lasst mich nicht zurück. Ich kann nichts machen. Ah, okay, jetzt. Wollte gerade sagen. Also Maiev könnte echt mal ein Upgrade vertragen. Die Rüstung sieht nicht mehr ganz so fresh aus, tatsächlich. Schauen wir mal. Also, jetzt müssen wir einmal zurück und da hinten wieder treffen. So, dann sind wir hier wieder angelangt. Jetzt gucken wir mal, geben wir es mal ab. Interesting. Ah, jetzt gibt es von Maiev noch eine Quest, wollte gerade sagen. Geht es hier gar nicht weiter. Haben ihre Augen überall. Nennt die Bedeutung des Begriffs Amarshan von Maiev. Okay. Was haben wir denn hier? Wir bekommen einmal ein Assemble, dann gibt's eine Waffe und ein paar Flugsteine. Meine Macht wird Champion. Trotz allem, was wir durchgemacht haben, geriet eure Überzeugung nie ins Schwanken. Die Ehre der Göttin ist mit euch. Ihr Name sollte es ebenfalls sein. Amarshan.
Möge Elun euch leiten. Schade. Euer Pfad uns allen eine Inspiration sein. Gut, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Die Quest war jetzt eigentlich relativ zügig gemacht, außer dass Maiev halt irgendwie, ne, die Bremse drin hatte. Aber gut, so ist es halt. Also, dann klären wir das Ding mal. Das waren jetzt sogar 3 Temok-Items. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, irgendwie scheine ich es jetzt nicht auswählen zu können. Und dann haben wir hier nochmal ein Assemble. Und das müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Temoken können. Also, Vorlagen-Sets. Das ist einmal das Set hier. Das sieht echt ganz cool aus. Warte mal, packen wir mal das Temok-Mount aus. Dann basteln wir es einmal zusammen. So, wo haben wir es denn? Tja, das sind ein bisschen viele Sets. Eigentlich sind die 9 immer vorne dran, aber anscheinend nicht. Also ich suche das mal raus. Also, nach längerem Suchen habe ich es jetzt doch gefunden. Die war nämlich ganz hinten. Das ist jetzt die Traditionsausrüstung. Sieht soweit ganz cool aus. Und zusätzlich hat es halt noch diese Glaive gegeben. Das ist das Teil. Das sind aber anscheinend 3-mal ein Schwert. Und dementsprechend kann ich das jetzt als Druid nicht transmoggen. Aber so sieht das Ding aus. Als Warrior könnt ihr das machen. Oder, weiß ich nicht, Demon Hunter zum Beispiel. Also, das wäre eine Option. Genau. Juti. Dann sind wir mit der Questreise soweit durch. Mehr ist es tatsächlich nicht. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.